Moin Moin und willkommen zur nächsten Folge von Mein Weg zum Fisch. In manchen Bereichen ist das Kraut teilweise fast bis an die Oberfläche hoch und als Angler denkt man, da hat man keine Chance an Fisch zu kommen. Aber es gibt eine Methode, mit der man trotzdem zum Erfolg kommt. Und wie das geht, das seht ihr jetzt. Moin! Wir sind ja heute an einem Gewässer, was relativ flach ist. Trotzdem der Sommer sich dem Ende neigt, ist das Kraut noch fast bis an die Oberfläche. Und wie die meisten von euch wissen, sind dann wenig Köder, die man noch effektiv fischen kann. Wir fischen heute Topwater-Köder. So. Der erste Fisch auf Topwater, ich habe es Chris versprochen, eben eine Fehlattacke. Ja, und jetzt ein kleiner, aber der Anfang ist gemacht und Topwater zählt doppelt. Ne? Hybrida W1 hier in dem Fall. Ah ja, oh, komm. Ja, klein, aber mein. Und der weiße Köder war es wieder. Juhu! Schnell zurück. Der erste für mich, auch ein kleiner, aber hat sich den voll reingezogen. Also mega Attacke, cooler Drill. Geil! Hechtangeln mit Topwater funktioniert. Richtig cool. So, als Spot für unsere heutige Angelei haben wir ja, wie gesagt, die Flachwasserecken uns ausgesucht. Und wir haben jetzt hier wieder vor uns so ein Flachwassergebiet. Der Wind kommt von hier, also er drückt hier genau auf das Flachwassergebiet drauf, was von meiner Meinung nach immer die bessere Seite ist als die windabgewandte Seite. Wir fangen jetzt im Tiefen an, bei 2,5 Meter und lassen uns dann einmal komplett über die Fläche drüber driften. Hier sind teilweise nur 0,5 Meter mit sehr viel Kraut. Ja, und das ist das, was wir heute gemacht haben. Also, ne, leicht vor der Kante anfangen, langsam drüber driften lassen und dann mit Topwater ködern, die Hechte aus dem Kraut rausholen. Absolut geil natürlich. Guck dir das an, wie spritzig die sind, ey. Hier bleib. Mann, sind die voll Power hier. Was soll ich euch sagen, Leute? Der Weiße liefert konstant Fisch. Yes! So, wie man diese Topwater-Köder führt, in dem Fall ist es ein Hybrida W1 in Weiß. Weiß, merken. Zeige ich euch jetzt. Oh, mal gar nicht so weit werfen. Also diese Stickbaits, wie der W1 einer ist, führt man durch das Schlagen der Rute. Konstantes Kurbeln. Und über die Rutenspitze animiert man diesen Köder. Und der macht diese Walk the Dog, also er schießt dann von rechts nach links, taucht ab und zu ein bisschen ein und das macht die Hechte heute, oder meistens, kirre. Und wenn ihr einen Biss habt, weiterkurbeln. Nicht stehen bleiben, langsamer werden, immer konstant weiter fischen, ganz wichtig. Wenn der Hecht Bock hat, kommt er nochmal. Wenn nicht, dann hat euch das Anhalten auch nichts genützt. So, im Gegensatz zu Daniel werde ich mit dem Smashtail starten. Das Coole an dem ist, der hat hier so einen, ja, kleinen Propeller dran, der dreht sich beim Einholen ganz easy. Und die Führung ist auch richtig simpel. Man muss einfach nur auswerfen und dann einholen und schon fängt er an, schön mit dem Propeller immer so eine Blasenspur zu ziehen und vor allen Dingen Geräusche zu verursachen. Und wem das pure
Einholen zu langweilig ist, der kann zum Beispiel auch, das funktioniert vor allen Dingen sehr gut auf Barsch, auswerfen natürlich und dann einfach wie bei einem Popper so kleine Schläge mit der Rute machen. So, und dann gibt es richtig Popgeräusche oder man kann halt über die Rolle ganz stark beschleunigen und dann kommen ebenfalls spezielle Geräusche, als wenn ja, so ein Fisch hier verletzt ist, das schwimmt dann auch so ein bisschen schräg durch die Gegend und unsere Raubfischer wissen ganz genau, dass wenn so ein seltsamer Lauf da von irgendeinem Beutetier vorhanden ist, da kann man was fressen. Noch 10 Kilo Kraut mit dran, aber oder das ist ein richtig massiver Fisch, ne? Nee. Alter, das ist ein Meter. Das ist ein richtig stabiler Fisch. Also, ey, mach mal Kescher klar, Alter. Leg mal die Cam kurz weg. So, Leute. Unfassbar, der erste Fisch hier. Neue Stelle, neues Glück und direkt, gar nicht so spektakulärer Biss, aber direkt nach den ersten Fluchten war klar, dicker Fisch. Hybrider W1 wieder in weiß, absolut. Mega Köder. 1,17 Meter, Leute, 1,17 Meter. Mega. PB für mich auf Topwater definitiv. Ich glaube, ich hatte noch gar keinen Meter auf Topwater und dann gleich so eine Kuh. Ich glaube, wir werden noch ein paar weitere Fische angeln jetzt mal. Also ich muss unbedingt weiterwerfen jetzt. Los, Feuer! So, das habe ich auch einen kleinen, aber schaut euch mal an, wie der sich den Smashtail reingehauen hat. Also unglaublich, komplett weggehauen. Für mich leider nur die Kinderstube, aber egal, das macht so Laune, wenn die Attacke vor unten kommt und boah, da ist sofort Alarm angesagt. Mega geil. Top Water Angeln auf Hecht, das ist der Hammer. Geil. Oder wieder ein Dicker. Nee, ist kein Dicker, hängt im Kraut. Oh, hier hängt so eine Schnur mitten im Weg. Nee, es ist kein dicker, aber ein schöner. Ein Topwater zählt doppelt. Da, zwischen dem Kraut, ist noch ein Hecht, ja? Guck mal. Naja, das sind jetzt hier die kleinen. Ja, vom letzten Jahr hier. So. Schöner, kleiner. We'll be right back.
Ja, klein, aber mein. Und das Witzige ist, wenn man jetzt mal guckt, das Verhältnis Köder zu Barsch, geil. Egal, nehme ich. So Leute, das war unser Topwater-Tag. Dickes, dickes Petri, Alter. Ebenso, Petri. Also absoluter Traumfisch und auf Topwater zählt er nicht nur doppelt, sondern ich würde sagen, der zählt zehnfach. Also mega. Also ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich irgendwo schon mal gelesen oder gehört habe, einen Hecht in der Größe auf Topwater zu fangen. Ich tatsächlich auch nicht. Also wir haben letztes Jahr schon um die gleiche Zeit hier sehr gut gefangen, viele Fische, aber leider keiner über einen Meter und der war natürlich jetzt nicht nur ein Meter, sondern gleich mal ein richtig dicker Fisch. Also ja. Mega. Ihr habt gesehen, Topwaterangel funktioniert außerordentlich gut. Probiert es einfach mal aus und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder direkt den Kanal abonniert. Bis bald!